Schon vor Start der 17. Let's Dance Staffel fällte Gabriel Kelly eine große Entscheidung. Schon nach der großen Kennenlernshow zählte Gabriel Kelly zu den FavoritInnen der aktuellen Let's Dance Staffel. Nachdem er im Kölner Musical Dome in der 10. Entscheidungsshow sowohl für seinen Paar- als auch für seinen Trio-Tanz 30 Punkte kassierte, steht der Musiker im Halbfinale und ist nur noch einen Steinwurf vom großen Finale entfernt, das RTL am 24. Mai zeigt. Let's Dance. Gabriel Kelly denkt noch nicht an das Finale, allerdings denkt er noch nicht an die letzte Show. Wie Kelly im Interview mit RTL erklärte, konzentriere er sich aktuell erstmal voll auf die kommende Entscheidung. Wir haben noch zwei Shows. Und ihr habt ja gehört, nächste Show dieser Improdenz 2.0. Zwei Tänze, 1,5 Minuten. Das wird eine sehr große Herausforderung. Let's Dance. Die Jury feiert Gabriel Kelly und Malika Tschumev, dass er es bis ins Finale schafft. Daran hat die Let's Dance Jury keinen Zweifel. Nach dem Contemporary zu Elton Johns Your Song in der 10. Entscheidungsshow war das Feedback überwältigend. Du bist als kleiner Junge hierher gekommen, in den letzten 11 Wochen haben wir dich als Tanzpartner wachsen sehen, würdigte Mozzie Mabuse Kellys Entwicklung in der großen RTL-Show. Jetzt hast du verstanden, was deine Aufgabe auf der Tanzfläche ist. Es seien die kleinen Details in den Performances mit Malika Tschumev, die seine Auftritte so besonders machten. Von Joachim Jambi gab es stehende Ovationen. Gabriel war von Anfang an jemand, der die Musik im Körper hat und diese Bewegungen bis in den kleinsten Finger hinein ausführt, lobte der Chefjuror. All diese Kleinigkeiten kann man gar nicht lernen. Entweder man hat es, oder man hat es nicht. Das hätte schon der letzte Tanz im Finale sein können. Let's Dance. Gabriel Kelly auch beim Trio-Tanz top und auch beim Trio-Tanz mit Zoltzandor Czeke lieferten Kelly und Tschumev ab. Du gibst uns hier die Sicherheit zu sagen, dass da nichts passieren kann, urteilte Jambi, das Theater könnte zusammenstürzen und du tanzt diesen Jive durch. Das war rhythmisch wieder einwandfrei. Das war sensationell. Let's Dance. Gabriel Kelly hat das Rauchen aufgegeben. Für den Erfolg bei Let's Dance gab Gabriel Kelly übrigens etwas auf. Er zog einen Schlussstrich unter sein Leben als Raucher.